Hey Freunde, was geht ab? Heute schauen wir uns wieder eure Update-Ideen an. Wir sind hier gerade in Notruf Hamburg und die erste Update-Idee kommt von Liam User. Und User schreibt, Apo, ich habe eine Idee, es wäre cool, wenn man Häuser kaufen könnte und dann Waffen und Geld lagern könnte. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ey, wäre das nicht cool, wenn man hier in dieser fetten Villa einfach Waffen lagern könnte, wenn das das eigene Haus wäre. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass man einfach hier reingehen kann. Man bezahlt hier Miete und dann kann man einfach hier drin wohnen. Oder man kann es sogar vielleicht kaufen. Das wäre richtig Premium. Und ich sehe ja sogar die Möglichkeit, dass Notruf Hamburg da noch ein bisschen Geld verdient, sodass man Villen nur mit Game Pass oder so kaufen kann. Also das finde ich auf jeden Fall eine tolle Idee. Viele von euch feiern diese Idee auch. Habe ich ja schon ganz oft mitbekommen. Wir haben eine andere Idee von Flinkdrift. Flinkdrift sagt, dass überall auf der Map Geldautomaten gibt, wie zum Beispiel in der Bank, wie man mit einem Geldtransporter, in Klammern neuer Job, das Geld abholen kann und auch, dass man den Geldtransporter auch als Crime ausrauben kann, zum Beispiel mit einer Bombe. Wäre cool. Also, er möchte, dass überall auf der Map Geldtransporter sind. Dann möchte er einen neuen Job, einen Geldtransporter-Job. Soll man Geld zu den Geldautomaten hinbringen können oder abheben können? Und Crimes können diesen Geldtransporter dann ausrauben. Das, finde ich, ist eine mega geile Idee. Hatte ich auch schon oft diese Idee. Und deswegen finde ich sie auch so cool. Da bist du auf jeden Fall bei mir an der richtigen Adresse. Ich glaube, das wäre eine neue, richtig geile Spielmechanik, die Notruf Hamburg auf jeden Fall nach vorne bringt. Danke für die tolle Idee. Aber wir müssen weiter. Wir haben heute richtig viele Update-Ideen. Und die nächste Update-Idee kommt vom lieben Bernie. Und Bernie schreibt, ein THW wäre geil. Ja, Bernie, da bin ich auf deiner Seite. Ein THW wäre echt cool. Muss jetzt nicht unbedingt als komplett neuer Job rein, aber könnte man definitiv bei der Feuerwehr als Job mit reinbringen. Und dort ja später mal als zum Freischalten den Job einfach mit aufnehmen. Dann haben wir noch eine Idee vom lieben Flinkdrift schon wieder. Flinkdrift möchte einfach, dass man im SEK als SEKler einen SEK-Schild haben kann, das einen vor Schüssen schützt. Da weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Denn SEK ist erstmal Pay to Win. Man kriegt das nur, wenn man richtig viele Robux bezahlt. Und zweitens, SEK hat ja schon eine größere Rüstung als die anderen Polizisten und als die Crimes und ich glaube auch als der Crime-Boss. Und von daher würde ich sagen, ein extra Schild wäre schon sehr Pay to Win. Also das würde ich nicht mit reinnehmen, auch wenn ich sagen muss, ein Schild wäre natürlich cool für SEK an sich. Aber da es Pay to Win ist, muss ich leider sagen, da bin ich nicht auf deiner Seite. Aber wir haben noch eine Idee vom lieben Teamcraft und Teamcraft sagt, meine Update-Idee, seine Update-Idee ist es, dass Feuerwehr und LTW auseinandergehen und dass man dann beim Krankenhaus einen größeren Parkplatz hat und dass es ein extra Notruffeld gibt für, ja, also im Handy wahrscheinlich, für die Feuerwehr, für die Polizei, für die Feuerwehr und für den Krankenwagen. So, dass man den bei der Feuerwehr vielleicht ist auch einen RTW-Wagen gibt, aber den man erst mit 20.000 XP freischalten kann. Ja, das sind auf jeden Fall alles Sachen, wo ich dir auf jeden Fall zustimme und wo ich sage, ja, okay, wäre schon schlau, wenn man sowas da hätte. Oh, jetzt können wir den vielleicht killen. Eins. Zwei, der ist tot. Und der hat einen Hit. Der ist auch tot. Easy, okay, wir haben beide umgebracht. Ich wollte eigentlich weiter zum neuen Merch-Shop. Also den Krankenhaus aufsplitten, das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr gute und angebrachte Idee. Aber mir haben ja beim letzten Mal auch ein paar Leute gesagt, dass es in Real Life auch bei manchen Leuten in der Stadt so ist, dass die Krankenwagen bei der Feuerwehr dabei sind. Das finde ich persönlich ein bisschen komisch, aber gut. Wenn das halt in Real Life auch so ist, dann kann man da natürlich nichts machen. Kommen wir jetzt zur Idee von Hassan Ibrahim und er sagt, es wäre cool, wenn es Schiffsjob gibt und die Crime Schiffe benutzen können. Also er möchte, dass es Schiffe in Notruf Hamburg gibt und dass wir Kriminelle diese Schiffe fahren können. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Meinung, weil wir haben hier ja diesen großen Fluss. Und da bietet sich das eigentlich an. Man könnte ja so ein bisschen Jetski machen, Wasserschutz, Polizei und so weiter. Wäre auch meiner Meinung nach ein schönes, schönes Sommer-Event, beziehungsweise ein schönes Sommer-Update, schön im Wasser. Welche Jahreszeit bietet sich da mehr an als der Sommer? Also definitiv bin ich da auf deiner Meinung, Ibrahim. Und das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich glaube, eine coole Sache wäre auch, wenn ich den Hofladen hier ausraub und währenddessen mal die nächste Update-Idee
von Tony Cool vorlese. Tony Cool sagt nämlich, ich habe eine Update-Idee, wenn man ein Notarzt ist, kann man mit dem Helikopter fliegen können. Jo, also da haben wir auch schon oft drüber geredet, einen Helikopter als Notarzt wäre auf jeden Fall mega mäßig. Die haben ja eh beim Krankenhaus den Landeplatz und man könnte halt jetzt einen Einsitzer machen, ne? Haben wir ja schon oft drüber gequatscht, wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Da haben wir noch von Jacques da, Ibrahim, ein Bagger wäre geil. Jo, einen Bagger im Notruf Hamburg wäre echt cool. Das kann man ja so ein bisschen als Roleplay-Job so bei der Baustelle machen. Das wäre, glaube ich, kein Problemchen. So, wir haben auf jeden Fall wieder die Schutzausrüstung angezogen. Wir haben die Waffe rausgeholt. Und einen Bagger bei der Baustelle kann man definitiv einbauen. Man muss ja kein Geld verdienen. Man kann ja auch einfach mal sagen, dass der nur innerhalb dieses Bereiches unterwegs sein kann und so weiter. Oder man macht ihn wirklich, dass man den kaufen kann. Viele tolle Ideen gibt es da. Und jetzt habe ich auch eine mega tolle Idee. Und zwar fahren wir hier zum Clothing Store und werden ihn mal ausrauben. Währenddessen lese ich eine coole Update-Idee von Tick13723 vor. Er schreibt nämlich, es wäre cool, wenn es Polizeimotorräder geben würde. Ey, ein Motorrad-Update in Notruf Hamburg, das wär's doch, oder nicht? Erst machen wir ein Schiffs-Update in Notruf Hamburg und dann das nächste Update ist das Motorrad-Update. Das wäre doch so cool. Also das würden doch viele von euch, glaube ich, auch mega feiern. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist, dass wir keine Motorräder haben. Denn wir haben ja auch ein Quad. Das ist ja auch öffentlich einsehbar, wer da drauf sitzt und so. Und beim Cabrio sieht man das ja auch schon. Dann könnte man eigentlich auch ein Motorrad einbauen, meine Meinung. Ist natürlich kein Vierräder mehr, wie sagt man das? Sondern hat nur zwei Räder. Und da müssten die wahrscheinlich ein neues Automodell programmieren. Und deswegen machen die das nicht, keine Ahnung. Aber wir gehen weiter zu Ludi25. Ludi25 hat nämlich auch eine coole Idee. Er sagt, dass man XP als Krimineller bekommt und mit den XP neue Waffen freischalten kann. Würde mich sehr freuen, wenn ich ins nächste Video komme. Ja, und da bist du. Also, das würde ich auch cool finden, weil man als Crime natürlich zu Geld farmen kann und so. Dann kann man sich neue Autos kaufen, bliblablub. Aber der Grind ist nicht so richtig da. Es gibt nicht so richtig den Grind-Mechanismus. Und wenn man jetzt sagt, okay, man könnte sich neue Waffen kaufen, wäre sehr geil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Wo ist denn hier jetzt der... Die haben hier keinen Dealer, boah, das ist aber ganz selten. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Update-Ideen-Video erzählt habe, aber man könnte das so machen. Okay, man könnte komplett neue Waffen freischalten. Man könnte aber auch sagen, wir schalten neue Waffen-Skins frei, ja. Und zum Beispiel, dass man dann, wenn du ganz viele XP hast, zum Beispiel 1 Million XP, dass du dann goldene Waffen hast, dass du dann zum Beispiel eine goldene AK hast. Und das wäre halt zum Flex richtig cool. Das wäre richtig geil. In den Verbrecherboss Game Pass würde ich dann eine Sache mit aufnehmen. Oder ich würde einen neuen Game Pass machen. Und zwar, dass andere sehen können, welche Waffen du hast. Du musst dir das so vorstellen, du läufst hier gerade rum, du hast ja deine Crime-Ausrüstung und ich habe ja den Baseballschläger. Und wenn du den Baseballschläger nicht ausgerüstet hast, dass der hier an deinem Körper irgendwo dranhängt. Und dann sehen alle, dass du, Crime bist. Und welche coolen Waffen du hast. So, ich helfe den Typen, glaube ich, mal. Hier ist ein Polizist reingerannt. Wo bist du? Da. Und. Aufhauen. Nein, die wollen einfach Kopf waschen in die Menge. Laufen. Okay. Ey, was schießt du auf mir? Ich hab dir geholfen. Oh Mann, ey. Also, die Notruf Hamburg, Leute. Ey, wenn man zu euch zu Hilfe kommt beim Bankraub, ja, dann hilft man gefälligst und schießt den nicht ab. Also, das ist eine coole Sache. Und dann haben wir noch von Jakub Demir eine Idee. Ein Sneakergeschäft mit sehr teuren Sneakern. Oder auch ein Nike-Store, den man den ausrauben kann. Und die Schuhe weiterverkaufen kann. An andere lehnen oder selber tragen kann, wäre nice. Barapo, bist der beste Roblox-YouTuber. Ich würde mich mega freuen, wenn wir mal zusammen Crime sein können. Also, ich glaube, das war vor 9 Tagen die Update-Idee. Und da gab es das Update noch nicht zu dem Fanshop, dem Merch-Laden. Also hast du ja so ein bisschen deine Sache schon bekommen. Es gibt keine Schuhe, aber dafür andere Anziehsachen. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Also, die Update-Idee wurde schon so, ja, in die Richtung wurde schon so ein bisschen was gemacht. Aber das mit den Schuhen klauen und so und weiterhandeln und so, fühle ich jetzt nicht so. Gibt bestimmt einige, die es cool finden, aber ich glaube, in Notruf Hamburg hat das eher nichts zu suchen. Dann haben wir noch von IceryJ eine Idee. Habe eine Idee. Ich würde es cool finden, wenn die Autos einen Sound bekommen, weil jedes Auto gleich klingt. Ja, tatsächlich klingt jedes Auto gleich in Notruf Hamburg.
Und so ein Lambo, der sollte sich doch eigentlich anders anhören als irgendwie einen Wolfsburg-Handel oder so. Wenn wir uns den mal anhören. Ja, das ist nichts, ne? Das ist nicht der Lambo-Sound. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Es ist nicht der Lambo-Sound. Und da wäre eine Anpassung auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber jetzt haben wir noch eine Idee von Jack Cool 1. Jack Cool 1 sagt, ein realistisches Unfallsystem wäre auf jeden Fall auch drin. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, das ist wahrscheinlich aufwendig zu programmieren, aber würde noch mehr Realismus zu Notruf Hamburg hinzufügen. Und so wie ich das verstanden habe, hat Notruf Hamburg ja den Anspruch, möglichst realistisch zu sein. Also wäre das definitiv mal eine Baustelle, die dringend beackert werden sollte und die auf jeden Fall auch reinpasst. Das könnte man auf jeden Fall machen. Man kann ja schon Reifen zerschießen. Man könnte sagen, dass Türen abfallen und so weiter und so fort. Und natürlich, dass ein Unfall an sich auch realistischer ist. Nicht, dass wenn ich gegen Auto gegenfahre, dass das Auto dann irgendwie 30 Meter weiter fliegt. Das passiert in Real Life auch nicht. Okay, wir gehen in die nächste Idee rein. Das ist schon die vorletzte Idee. Eine Map-Erweiterung wäre cool. Da muss ich sagen, leider nein, bin ich nicht deiner Meinung. Denn ich finde, hier auf dieser linken Seite der Map ist zu wenig los. Da könnte man definitiv noch mehr hinmachen, bevor man wieder eine Map-Erweiterung macht. Vielleicht ändert man auch einfach die Map, dass man sagt, okay, da machen wir jetzt, hier Krawall. Da machen wir Krawall. Oh, er fährt weg. Da ist er. Ich habe ihn gehittet und er hat mich angefahren. Seine Chance, mich festzunehmen. Warum geht das nicht? Hittet und tot. Easy. Map-Erweiterung sehe ich nicht. Und der Medic, der sieht mich anscheinend auch nicht. Ein Schießstand wäre cool. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ein Schießstand wäre sehr cool. Dann könnte man so ein bisschen üben, wie man in Notruf Hamburg rumschießen kann. Wäre ich auf jeden Fall auch bei euch. Und Freunde, wenn ihr noch mehr Update-Ideen habt, dann schreibt sie jetzt sofort in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch gerne noch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.